Hi Leute, heute einmal kurz was zum Thema Wildvogelfütterung und gerade insbesondere das Thema Trinkwasser, Badewasser ist für Vögel halt super wichtig, denn jetzt wo alle Teiche und Seen zugefroren sind, müssen die Vögel erst weite Distanzen fliegen, um freies Wasser zu haben, um zu baden und zu trinken. Und damit die das nicht müssen, um dafür jetzt unnötig Energie aufzubringen, stellen wir den einfach hier Trinkwasser parat. Natürlich ist bei Minustemperaturen tagsüber das Problem, dass die ganze Scheiße hier einfriert. Und darum, hier hat er anscheinend gerade eine Amsel reingekackt, das ist der Grund, warum man übrigens Trinkwasser täglich wechseln sollte, haben wir einfach hier eine Keramikschale, eine Tonschale und einen Tontopf, wo drunter zwei Friedhofskerzen sind. Oder eine reicht auch, hier sind in dem Fall zwei. Durch diese Kerzen wird das Wasser halt freigehalten. Und die Tiere haben auch bei Minustemperaturen die Möglichkeit zu baden und zu trinken, ohne jetzt irgendwie erst freies Wasser suchen zu müssen. Und das ist halt super praktisch. Da hinten habe ich noch ein bisschen Abfall auf dem Boden. Die Amsel da lässt sich jetzt auch von der Aufnahme hier gar nicht stören, weil die Tiere haben so einen Hunger, dass wir sogar Ringeltauben, Saatkrähen, eben war ein Buntspecht da, das Eichhörnchen, Buchfinken, Grünfinken, Rotkehlchen, Heckenbraunerle, Wacholderdrossel und all die ganzen Gartenvögel hier quasi gerade, da gibt es gerade Alarm, sich hier quasi einfinden. Und die Katzen nach Möglichkeit kommen hier auch nicht raus. Dann möchte ich noch was dazu sagen, und zwar zu dem Thema Vogelfütterung. Am besten benutzt man diese Silos hier. Die kann man nämlich zum einen besser sauber halten und zum anderen wird das Futter nicht feucht, schimmelt nicht, und aber auch die Vögel können das nicht verunreinigen, das Futter. Und beim Thema Meisenknödel benutzt man halt solche Meisenknödel-Silos ohne Netz, weil auch Netze sind einfach zum einen natürlich totaler Müll, unnötiger Plastikmüll, und zum anderen können sich da drin auch mal Meisen verfangen. Und klar, wenn man das jetzt im Garten hat und da regelmäßig reinguckt, dann sieht man ja, ob da eine Meise verfangen ist, aber man sollte es eigentlich auch schon aufgrund des Plastikmülls eigentlich meiden, diese Meisenknödel im Netz irgendwie in die Bäume zu hängen. Also Futtersilos, super Geschichte, Meisenknödel in dem entsprechenden Futtersilo ohne Netz, auch eine coole Sache. Trinkwasser täglich reinigen, das hier nehmen wir gleich mal weg. Dann kommt gleich mal neues Wasser rauf, spülen wir auch mal warm durch. Und ja, ich glaube gar nicht, was hier los ist. Der Specht bearbeitet gerade die Walnuss, die er mitgenommen hat. Denn das Eichhörnchen kommt hier auch regelmäßig her und holt die Walnüsse. Und da war die Wacholderdrossel. Gut, ich verabschiede mich erstmal. So, noch was zum Thema Futter. Da gibt es natürlich diverse Wildvogelfutterzeug in den Märkten. Ich mische das meistens zusammen. Ich kaufe meistens schalenfreies Vogelfutter und mische das noch mit getrockneten Mehlwürmern, wo ich eine gute Quelle habe, dass sie nicht so mega teuer sind, und verschiedene Haferflocken, kernig und weiche. Und habe da unter anderem auch noch einige Hanfsamen drin. Das sind diese kleinen schwarzen Körner hier. Bei den Hanfsamen ist das so, dass das... Hier gibt es gerade Stress irgendwie. Bei den Hanfsamen ist das so, dass sowas gerne Finken möchten, weil Finken die entsprechenden Schnäbel haben, um dieses Futter, harten Futterkerne, Samen aufzuknacken. Und ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, aber irgendwie ist hier gerade Alarm. Natürlich mögen unterschiedliche Vögel unterschiedliches Futter. Ein Rotkehlchen und eine Heckenbraunerle mögen halt natürlich lieber so die Mehlwürmer und die weichen Haferflocken und die Äpfel und sowas. Das fressen dann wieder gerne die Amseln, die fressen aber auch Haferflocken. Und so hat jeder Vogel quasi sein bevorzugtes Futter, was er gerne frisst. Und deswegen tut ihr gut daran, wenn ihr das zum Beispiel einfach mal komplett mischt. Hier haben wir zum Beispiel Haferflocken, Erdnusskerne, Mehlwürmer und Hanfsamen und eine fertige Mischung drin, und dann haben die Viecher quasi das, was sie gerne mögen, beziehungsweise wofür ihr Schnabel und ihre Natur gemacht ist, entsprechendes Futter zur Verfügung. Damit habt ihr einfach viele verschiedene Arten, die ihr mit verschiedenem Futter glücklich macht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anfüttern der Vögel. Ich fütter übrigens das ganze Jahr über durch, aufgrund der Monokulturen und immer weniger Grünflächen und dass die Gärten immer weiter aufgeräumt sind, haben die Viecher halt
schlechte Möglichkeiten, gut Nahrung zu finden. Und ich bin halt ein Freund von ganzjähriger Fütterung oder beziehungsweise wir. Und auch unser Garten, wie man hier sieht, das ist jetzt der Vorgarten, da liegt auch einfach eine Menge Laub auf dem Boden, weil dann die Amseln unter dem Laub einfach auch noch Nahrung finden. Und so gehört sich das halt auch. So ein aufgeräumter Garten ist was für Spießer. Also dann, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die Kommentare und würde mich freuen über einen Daumen nach oben und wünsche euch noch einen schönen Tag.